Ja, wünsche dich es sehr glücklich und wünscht euch einen schönen guten Morgen. Ne? So, warte mal, ich habe hier ein schönes Buch. Daraus lese ich jetzt mal vor. Das ist es hier. Ne? Warte, so. Rabbi Nachman, der leere Stuhl. Voll geil. Ja? Ich finde bis jetzt, was der da geschrieben hat, bestätigt mich ständig. Ja? Weil das ist auch das, was ich so von mir geben könnte, ja? Wenn ich so gebildet werde wie der hier. Ne? Ja. Mal sehen, was ich hier finde. Ja. In Einklang leben. So geil, ja. Geldanbetung entspricht wie Götzendienst dem mangelnden Gottvertrauen. Punkt. Ja. Wo sie ausgerottet wird, erstrahlt die Welt im gleichen Maße vom Segen der allerhöchsten Liebe. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ne? So. Weltliche Wünsche sind wie Sonnenstrahlen in einem dunklen Zimmer. Sie wirken handfest, bis du sie zu greifen versuchst. Naja, so ist es. Sei gewarnt. Mensch und Geld können nicht für immer zusammenbleiben. Das Geld wird dem Menschen genommen. Oder der Mensch dem Geld. Hä? Das ist doch sowas von geil. So ist es. Keiner kann das Geld mitnehmen. Ja? So ist es nun mal. Ja? Und trotzdem horten sie das alle, ja? Also nicht alle, ja, aber viele, ja, und merken ja nicht, was sie sich da selber für eine Scheiße antun. Ja, mir ist das wurscht, sollen sie mal ruhig machen. Ja? So, werde ein Mensch, der die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse zu einer Erfahrung des Geistes macht. Manche essen, damit sie Kraft haben, das Wort Gottes zu studieren. Andere von dem schon erwachteren Geist studieren das Wort Gottes, um zu wissen, wie man ist. Geil. Ja, meide, wenn möglich, das hastige Essen. Schlinge auch daheim dein Essen nicht hinunter. Das Essen ist ein heiliger Akt. Er verlangt vollkommene Geistesgegenwart. Na, das kann ich nur empfehlen, weil das stimmt. Ja? So, was haben wir denn hier hinten? Ha. Das ist wieder was, was ich genau mache, ja? Verlasse dich auf nichts und niemanden als Gott. Punkt. Das ist die wahre Schlichtheit. Alles andere wäre ein unwegreiches Vorgehen. Naja, toll. Ja. Ah, die Wahrheit ist die einzige. Die Unwahrheit ist vielfältig. Naja, wer sagt's denn? Ja? Stimmt doch auch wieder. Ja? So, was steht da drunter? Unwahrheit lässt das innere Auge doppelt sehen, so dass das eine wie zwei aussieht und das Ganze wie geteilt. Mein Gott, Mann, ist doch zu früh. Strebe stets nach der vollkommenen Schau der Wahrheit. Ja, gut, das mache ich. Befleiße dich des guten Blicks. Stets nach den guten Ausschau halten. Das führt dich zur Wahrheit. Na, siehst du? Ja, deswegen muss ich mich von einigen Leuten trennen. Ne? Und selbst mit dem guten Blick, sieh zu, dass du nicht vorschnell urteilst. Das ist so, als erblicke man etwas von fern und zöge den falschen Schuss. Na, ja. Wenn du ein. Das ist wieder gut hier. Wenn du ein Mensch der Wahrheit sein willst, lass dich weder von Lob noch Tadel bewegen. Ja, da muss ich noch dran arbeiten. Arbeite darauf hin, von niemandem mehr Lob zu brauchen, von genau. Und du gewinnst die Freiheit, der zu sein, der du wahrhaft bist. Wo heißt das hier? Das mache ich. Die Wahrheit ist das Licht, mit dem du deinen Weg aus der Finsternis findest, entzündest. Ist doch sehr gut, ja, kann ich nur empfehlen, ja, sollte man machen. Der Wahrheit treu bleiben, ist der einzige Weg, um wirklich glücklich zu werden.
ja, die Himmelspforte öffnen. Ah, hier geht es darum, die Himmelspforte zu öffnen. Bete, 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 was auch immer du benötigst. Beten ist der beste Weg, es zu bekommen. Das kann ich nur bestätigen. Bete mit Gefühl, Gott wird dir vergeben. Bete mit aufmerksamem Herzen und sieh, wie alle Himmelspforten vor dir aufspringen. Bete mit Freude und siehe zu, wie deine Bitten geradeweg zu Gottes Kammer aufsteigen. Oh, ich wusste ja nicht, dass der eine Kammer hat. Ja? Oh, okay. Zieh aus und besiege Gott. Geil. Ja, Gott möchte uns wirklich als Aurora sehen. Er möchte, dass wir beten und beten, bis wir ihn zwingen, uns zu vergeben, was wir getan haben. Das ist so geil. Das kann ich nur weiterempfehlen. Ja? Also, seid keine Arschkriecher. Ja? Gott kann Arschkriecher nicht leiden. Ja? Das weiß ich einfach. Ja? Ja? Arschkriecher mag er überhaupt nicht. Ja? Aber was er mag, ist jemand so wie mich. Ne? Der sagt, was willst du denn, Gott? Ich kann das alles viel besser als du. Ja? Natürlich stimmt das nicht, wa? Aber man muss ihn ja irgendwie kitzeln. Ja? Naja, ich meine, ich sag mal so, das ist völlig scheiße, ja, was man glaubt, ja, oder nicht glaubt, ja. Wichtig ist, dass man bei sich selbst ist, ja. Und wenn man bei sich selbst ist, dann ist man eigentlich automatisch, dann ist man automatisch auch bei Gott, ja. Das ist ein und dasselbe, aber, ich weiß nicht, wie viele tausende Male ich das schon gesagt habe. Und mir kommt das nun langsam zum Hals raus. Ja. immer der Weltverbesserer zu sein, der ich gar nicht bin. Ja. Weil warum bin ich das nicht? Ja, warum sollte ich? Ich kann die Welt nie verbessern. Ja, ist unmöglich. Das Einzige, was ich verbessern kann, ist mich. Ja, aber nicht die Welt. Ja, die Welt wird so bleiben, wie sie ist. Ja. Da wird sie nicht ändern. Ja. Außer eben für mich, aber oder für jeden anderen Einzelnen. Das kommt ja nämlich auf die Sichtweise an, ja? Und was ich daraus mache aus meinem Leben. Ja? Ah ja, jetzt habe ich aber neu Quatsch. 7:39. Ich denke mal, das ist auch alles noch nicht so gut geworden. Das ist das erste Mal, dass ich hier aus dem Buch vorlese, ja. Habe ich noch nie gemacht. Ja? Also verzeiht mir das Gestottere und so eine Scheiße, ja, ist ja nie so schlimm. Ne? Hoffe ich. So, jetzt mache ich erstmal Schluss. Wie spät ist denn das? 4:58 Uhr. Naja, gut, ich muss mal langsam sehen, dass ich jetzt hier ein bisschen in die Reihe komme. Ja, ich muss mich vorbereiten, ich freue mich ja schließlich schon auf meine Arbeit. Ja, das macht da richtige Laune. Ja. Also, bis später dann. Ciao, ciao.